wieder zu einem neuen Video bei Einfach und Schnell Kochen. Heute machen wir einen Kirschschmandkuchen und dazu benötigen wir Kirschen, Kakao, Zucker, Mehl, Schmand, Schlagsahne, Eier, Butter, Backpulver und Vanillezucker. Die genauen Mengenangaben findet ihr wie immer in der Infobox. Zuerst geben wir die Kirschen in ein Sieb und lassen sie etwas abtropfen. Den Saft könnt ihr gegebenenfalls aufbewahren, dann könnt ihr ihn noch ein wenig mit in den Kuchen nachher geben, aber das ist optional. Dann geht es auch schon los mit dem Teig. Dazu vermengen wir zunächst Butter, Eier und Zucker plus Vanillezucker und lassen das von der Rührmaschine erstmal durchrühren. Dann fügen wir das Mehl hinzu und erneut ist die Maschine an der Reihe. Ist das Mehl untergerührt, geben wir noch einen Becher Schmand hinzu und rühren diesen ebenfalls unter. Die Hälfte des Teigs geben wir dann auf ein vorher eingefettetes Backblech. Geben wir Kakao und lassen diesen erneut unterrühren. Den übrig gebliebenen Teig verteilen wir dann gleichmäßig auf dem Backblech. Auf den Teig werden dann die Kirschen verteilt, bevor dieser bei 200 Grad Umluft in einen vorgeheizten Backofen für ca. 20 Minuten gebacken wird. Wenn der Kuchen ausgekühlt ist, könnt ihr mit der Creme beginnen. Dazu vermengen wir Schmand mit Schlagsahne, die ich jetzt hier gerade erst noch schlagen werde. Am besten hebt ihr die Schlagsahne vorsichtig unter, dass sie nicht gleich wieder zusammenfällt. Die fertige Creme verteilt ihr anschließend auf dem Kuchen. Danach wird dieser noch mit Kakao oder alternativ mit Schokosplittern bedeckt, wobei ich die Kakao-Variante bevorzuge, weil sie dem Kuchen noch so einen leicht bitterlichen Geschmack gibt und ihn sehr schön abrundet dadurch. Der Kirschschmandkuchen kommt immer sehr gut bei Geburtstagen, insbesondere auch bei Kindergeburtstagen gut an. Man kann ihn sehr gut vorbereiten und er schmeckt am besten, wenn er einen Tag durchgezogen ist. Ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen. Ich wünsche euch Bon Appetit, viel Spaß beim Nachbacken und bis bald. Tschüss!